Remarketing, Retargeting, was ist das eigentlich? Ja, willkommen zum nächsten Video auf dem YouTube-Channel der A&M. Mein Name ist Saad Chamo aus dem Marketing der A&M. Ich möchte dir heute das Thema Remarketing, Retargeting so ein bisschen näher bringen. Was ist das überhaupt, was du damit machen kannst? Legen wir einfach mal direkt los. Ja, letztendlich geht es halt darum, dass du Leute oder deine Zielgruppe, die du irgendwie schon mal erreicht hast, nochmal erreichst. Ja? Und jetzt ist halt wichtig, es gibt verschiedene Ansätze. Der erste Ansatz ist natürlich, die Leute sollen die Werbung, die sie gesehen haben, einfach genauso nochmal sehen und nochmal sehen. Ja? Das ist der erste Ansatz. So lange Werbung machen, bis dein Unternehmen halt so bekannt ist wie möglich. Nun ist es natürlich so, nicht jeder Mensch reagiert auf das Gleiche. Ja, und jetzt kannst du, wenn jemand auf dein Unternehmen einmal reagiert hat und dann vielleicht die Message falsch verstanden hat oder sich vielleicht das Video nur zu einem bestimmten Teil angeschaut hat oder deine Anzeige nur zu einem bestimmten Text, kannst du daran dein Marketing, also dein nächstes Marketing anpassen. Das heißt, du kannst genau, nehmen wir mal ein Beispiel, sagen, wer mein YouTube-Video bis zur Hälfte geguckt hat, soll diese Werbung bekommen. Und wer mein YouTube-Video komplett gesehen hat, soll dieses Marketing bekommen. Ja? Dasselbe gilt natürlich auf Facebook und auf deiner Website. Das Ganze läuft über ein sogenanntes Pixel-System. Das bieten so die größten Social-Media-Plattformen an. Aber auch so wird es immer wieder genutzt. Das ist schon immer. Der Pixel ist halt sowas wie ein digitaler Fußabdruck. Also jeder Mensch, der irgendwo auf einer Online-Seite kurz die Plattform berührt, wird gepixelt. Dadurch erkennen wir diese Person und können diese Person dann irgendwie wieder, wieder mit Marketing beschallen. So. Wie macht das natürlich am meisten Sinn, wenn jemand einmalig bei dir irgendwo war, sagen wir mal jetzt auf deiner Webseite, und dass er dann später deine Werbung sieht auf Facebook, Instagram und so weiter. Das Gleiche gilt natürlich andersrum. Wenn jemand einmalig deine Facebook-Werbung angeklickt hat, dass er dann zufälligerweise später auch noch auf YouTube deine Werbung sieht. Ja? Kleines Beispiel bei der A&M machen wir auch sehr stark so, weil uns hier verschiedene Plattformen unterschiedlich teuer sind. Ja? Auf Facebook ist es ein bisschen günstiger, auf YouTube ein bisschen teurer, Kalt-Traffic zu schalten. Dann nutzen wir dieses Werkzeug natürlich umso mehr. Ja? Wir sagen, warum sollen wir uns teure Klicks irgendwo kaufen? Lass uns lieber auf YouTube oder Google, jetzt nur als Beispiel, die targetieren, die irgendwie schon mal in Kontakt mit uns waren und die dann online irgendwo was suchen und uns dann erst finden. Ja? Aber ich glaube, ich gehe wieder zu tief ins Detail. Du musst das auch nicht unbedingt verstehen. Dafür gibt es ja Experten wie uns. Lass dich gerne beraten, besuche unsere Webseite, da kannst du dich auch kostenlos eintragen für ein Erstgespräch. Ansonsten, ja, folge uns YouTube, Facebook, Instagram und bis bald.